Grüß Mr. Mike, ich habe eine richtig schöne Übung für euch. Hilft euch für Ballkontrolle, Kondition und Beinarbeit. Einfaches Ding, im Wechselschritt den Ball durch die Beine dribbeln. Umso schneller ihr das könnt, umso besser. Für Anfänger langsam machen. Ja, umso schneller geht es auf die Kondition. Echt eine gute, effektive Übung. Super geil, kann man jederzeit machen. Braucht man bloß ein bisschen freien Fleck zum Dribbeln. Und schon kann es losgehen. Probiert es einfach aus. Wie gesagt, versucht so schnell zu dribbeln, wie ihr könnt. Umso effektiver ist es im Endeffekt auch. Und ihr seht auch, wie fortgeschritten ihr seid. Aber Anfänger werden auch am Anfang immer auf den Ball achten, wo man hindribbelt. Ist dann auch für die Fortgeschrittenen, die müssen nicht mehr hingucken. Müsste eigentlich drin sein. Ja, umso besser ist es. Also nicht hingucken, sucht euch irgendwie einen Punkt. Fixiert den und dribbelt einfach drauf los. In dem Sinne, ich zeige euch, wie es geht. Einfaches Ding, Wechselschritt, dribbeln, los geht's! Echt richtig schöne Übung. Kondition, haut gut rein. Vielleicht mal 5 Minuten gemacht. Macht es mal 5 Minuten. Versuchen schneller zu werden. Sicheres Tempo auf jeden Fall. Damit man schön dribbeln kann, nicht die ganze Zeit den Ball verliert. Aber es geht echt auf die Pumpe. Gut, ich habe jetzt nicht die beste Kondition zurzeit. Winterpause vorbei. Aber es ist echt geil. Macht Spaß. Hilft Kondition, Beinarbeit und Ballkontrolle. Was will man mehr? Probiert es aus, macht das. Tut echt verdammt gut. Danke fürs Zugucken. Abo bitte da lassen. Für alles weitere. Vielen Dank. Euer Mr. Mike. Böö.